Und Markus, vielleicht wird es wieder ein Turm, weil hier reicht einfach der verschissene Platz nicht. Nein! Seegurke. Ich habe keinen Anfang. Ja, oh dann fünften wir so. Okay, warte, du sagst jedes Mal, wenn wir so eine Ansage machen, sagst du immer so: Nein, doch. Nein. Das sagst du jedes Mal. Das sagst du immer. Er fühlt sich lustig damit, dabei ist er nur Scheiße. Ich hab ein bisschen Holz gefahren. Das war jetzt zu beleidigend, finde ich. Das ging zu weit. Im letzten Part haben wir hier die Goldschienen an den, beziehungsweise hier ein paar Schienen durch Goldschienen ersetzt. Das heißt, wir können jetzt viel schneller runterdüsen. Und in diesem Part wollte ich dann noch mal ein bisschen die Insel vergrößern, denn die ist gerade viel zu klein, wie der Penis von Greeny. Schön, dass du dich daran erinnern kannst. Oh mein Gott. Ja, Leute, ihr seht schon. Wow, ihr seht schon, da habe ich eine Treppe. Das liegt... Oh nee, du blöder Creeper. Das liegt daran, dass ich einen Weg hier auf dem Berg gebaut habe. Von ganz unten her. Und das finde ich richtig geil. Vor allem, ich zeige das am besten mal. Und in der heutigen Folge möchte ich in den Nether gehen und Glowstone dafür holen. Richtig geil. Richtig nice. Das ist so oft in Zen passiert. Ja, stimmt. Oder die Welt geht unter. Ja, ich hab's wirklich angemeldet. Ich hab's gesehen. Du hast mir ja noch den Link geschickt. Ja, ich weiß. Ich wollte dir zeigen, dass ich das nicht vergessen habe. Die Welt geht unter. Keiner, Markus hat keine Ahnung, weil der Speck nicht guckt. So ein Dummkopf. So ein Dummkopf, genau. Oh mein Gott, das Niveau steigt. Ich weiß. Aber immer noch. Oh, jetzt weiß ich, was mir eindeutig fehlt. Ich brauche eine Kiste. Ich habe noch nicht mal eine Kiste. Stimmt, das... ja, genau. Ich habe immer meine Sachen weggeschmissen, wenn ich keinen Platz mehr hatte. Das ist richtig dämlich, so seit 15 Folgen. Echt? Also ist das jetzt... Echt? Echt? Oh, du bist aber ganz schön dumm. Ach, mein Greeny, du bist zurückgeblieben. Deshalb wird nicht überall so beliebt sein. Ja, genau. Genau deswegen. Übrigens, ich habe ein paar lustige Kommentare rausgesucht. Jemand hat mir nämlich in die Kommentare... Ich sag jetzt extra keinen Namen. Willst du das wieder jetzt sagen? Fühlst du dich lustig, ne? Jemand hat mir in die Kommentare geschrieben... Bombe! jemand hat mir in die Kommentare geschrieben und nein, es war nicht Bombe. Oh, Alter. Fuck! Ich regeneriere ja gar nicht mehr. Ich soll ein bisschen vorsichtiger sein bei den... Alter, das leckt ja richtig grob hier. Das Internet. Okay, warte, wenn das alles so klappt, dann wäre die Insel eigentlich schon relativ größer. Auf jeden Fall... Ich wollte auf jeden Fall den Kommentar nochmal sagen. Und zwar... jemand hat mir in die Kommentare geschrieben, nimm nicht immer mit so Lobobs auf. Lobobs. Nimm mal mit großen YouTubern wie zum Beispiel Gomme auf. Achso, ich hatte mich auch okay. Okay, genau. Was daran jetzt so lustig, ich mache immer mit umgespielt auf. Ja, genau. Oh mein Gott. Einfach so, da musst du ganz normal bleiben. Wieso lachst du jetzt noch? Ich weiß nicht. Wie bei Syndicate Games früher mal. Lass mich auch Ach ja, die Runde, als wir so richtig Love-Flash hatten. Zumal Games runter, als du noch gesagt hast, die darf ich nicht hochladen. Weißt du noch? Du bist ja bei einer Survival Games Runde, als ich. Das war Survival Games, wenn ich versuche. Ja, eben, SG. Und ich hab so richtig gelacht und hab die ganze Zeit Scheiße erzählt. Und dann hast du gesagt, bitte lad das nicht hoch. Aber ich habe mich dran. Peinlich, sowas. Ich hab mich dran gehalten, ich hab's nicht hochgeladen. Ah ja, da hab ich auch gute Nudelsterne aufgeschrieben. Gute Nudelsterne. Wow. Die guten Nudeln. Was ist denn da? Jetzt Greeny SpongeBob gucken würde. Ah, jetzt weiß ich, was los ist. Ich habe meine Makro-Taste gedrückt. Makro? Makro. Nee, Makro. Ich kann wieder regenerieren. Hey, Greeny, nimm mal wieder mit größeren YouTubern auf wie PewDiePie oder so. So groß. Ja, nee, den mag ich nicht mehr. Der hat zu wenig Abonnenten. PewDiePie hat für mich einfach viel zu wenig Abonnenten, finde ich.
Ja gut, ist knapp unter dem Durchschnitt. Also ein bisschen zulegen, dann geht's eigentlich. Ja, dann können wir... Ja, nee. Also zulegen in dem Sinne, der ist wirklich leicht. Also der wiegt nur 40 Kilo. Also der muss einfach... nee, der muss halt einfach ein bisschen... Muss ich... Da muss ich einfach mehr anstrengen. Da hört man einfach mein Handy nochmal im Hintergrund. Ja, nein. Nee, der macht einfach scheiß Videos, finde ich. Also, der hat so unprofessionell. Nicht mal Hintergrundmusik hat der. Ja, ne, so ein Dummkopf. Ja. Das gibt's einfach nicht. Mit solchen Leuten wie PewDiePie, also so unprofessionell, nee. Ich versuche hier schon ein bisschen Professionalität hier einzubringen. Der Part wird einfach heißen: PewDiePie? Nein, danke. Ich brauche Erde. Hat jemand Erde? Ja. Ich brauch sehr viel Erde. Ich hab 40 Stück. Ich brauch ganze. Markus, hast du Erde? Weißt du noch, wo du früher gesagt hast, als ich gesagt hab, ich brauch Kobbel und du, Junge, ob hier kein Kobbel ist. Und dann war ich traurig. Und jetzt hast du keine Erde. Hast du dich umgebracht? Ja, zweimal. Na, nur zweimal, also da hattest du mehr Tode verdient. Oh nee, ich hab keine Spitze. Das warst du, ne? Markus, warst du das? Ja. Wirklich? Ne. Nein! Fuck. Irgendein Idiot hab ich... Nee, ich glaube, das war ein Zombie. Nein! Ich wurde runtergeschubst. Ja, genau. Ja, komm. Shit, Alter, wenn ich jetzt meine Sachen nicht krieg, ich bin full dir. Ich bin full Tier, Greenie. Ich hol schnell. Ich hab nur einen Eisenbrustpanzer, der jammert. Ich bin full Tier. Hilf mir. Aber ich überlebe im Gegensatz zu ihm. Okay, ich hab meine Sachen, glaube ich, gefunden. Ja, ich hab meine Sachen gefunden. Oh nee, da ist ein Creeper bei meinem Haus. Komm, weglocken. Ja, jetzt. Ja, hier sind meine Sachen aber sehr krass verstreut, hä? ETF, hier ist der Wasser. Ich will mir einfach nur. Oh, ja. So geil. Boah, Alter, das ist so geil. Rückstoßschwert. Du kannst die Kuba noch so richtig weit picken. Mir fehlt noch der Helm. Ping-Pong spielen mit Creepern. Mein neues Hobby. Oh nein, wo ist der Helm? Heute ist ja Aura-Event. Oh, meine Pickaxe. Stimmt, heute ist ja Dings PvP-Event bei Aura. Komm, hat gewonnen. Bei Aura for Big Kingdoms. Komm, hat gar nicht gewonnen. Ich weiß gar nicht, wer gewonnen hat. Was? Ja, danke. Danke für Spoiler. Ich schau immer bei Gomme. Nee, Gomme hat nicht gewonnen. Aber ich konnte heute noch nicht schauen. Ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Ich hab's noch nicht gesehen. Okay. Ja, umgespielt. Alter, immer weiter. Ich hab's gesehen, Junge. Ich mag umgespielt nicht. Das ist so ein richtiger Öko. Nicht was. Der ernährt sich nur von Früchten. Nee, Gemüse auch. Unser Lehrer ist richtiger Öko, Alter. Hä? Wo ist mein Tierhelm? Greenie! Hilfe! Ihr Helm ist weg! Hallo? Ich brauch Sand. Wo mir Sand? Ich brauch Sand. Willst du da nicht deinen Senf ablassen? Brennender Zombie. Der steckt mich sicher an. Boah, Mann. Ich finde, aber Mann, der Diamanthelm hatte schon. Mann! Oh shit. Ja, genau, hier ist einfach ein Baum in der Luft gewachsen. What the? Das. Hä? Der war doch vorhin da nicht. Kann niemand mehr sagen, ich mache hier keine Action. Du machst keine Action. Siehst du, ich kann's trotzdem. Wieso? Ich hab mein Tierhelm gefunden. Nein, es ist spannend! Alter. Das wär's. Das wär so geil. Alter, ich hätte das so gefeiert. Ich nicht. Ich schon. Das war mein Hunger, die Spawn. Okay, wir nehmen 9 Minuten auf. Aber ganz. Wir haben schon 9 Minuten? Ja. Oh mein Gott, und ich war jetzt noch nicht mal in Nether. Ich hab mal wieder vergessen, meine Minecraft-Sounds zu laufen. Du bist auch nicht im Nether. Wieso, was machst du die ganze Zeit? Keine Ahnung. Wolltest du nicht zu mir? Das kannst du vergessen. Ich bin am Spawn. Ja, ich bin. Hä? Mein Haus ist nicht weit weg vom Spawn. Ah, gut. Dann ist er doof. Ja, nö. Jetzt ist es zu spät. Jetzt hab ich auch nichts mehr. Okay. Dann ist Alter! Bist du auf einem Berg drauf zu. Also ist deine Insel in der Nähe eines Berges? Hier sieht man auch so eine Treppe. So eine fliegende Insel ist das.
Ich sehe eine fliegende Insel, weiß aber nicht, ob das deine ist. Hier sind viele fliegende Inseln. Ich fahre gerade mit Minecart hoch. Versuch mal Sprint mit Control. Aber irgendwie. Mann, wer hat das Nether-Portal abgebaut? Oh wer? Shit. Direkt daneben, da war doch, direkt daneben war noch eins. War da noch eins? Ich hoffe es. Das wäre richtig scheiße, wenn das einfach jemand abgebaut hätte. Nee, ich habe auch zwei gesehen. Eins war kaputt und ein paar Blöcke daneben war ist noch eins. Ah ja, stimmt. Oh, was Melone. Oh. Ach so, wenn man mit Control sprintet, muss man nicht die ganze Zeit gedrückt halten. Das ist ja geil. Was ist? Greeny. Tot? Na! Was zur Hölle? Jetzt weißt du, wie ich mich gefühlt habe. Hä? Im Nether ich bin im Nether gewesen. Plötzlich waren da Spinnen, Creeper und alles Mögliche in mir. Wer war das? Ein Vogel. Boah, und ich backe richtig in der Gegend rum. Hä? Wo bin ich jetzt plötzlich? What the fuck? Was ist hier los? Das, irgendwas stimmt hier komplett nicht im Fall. Aber komplett, oder was? Ja. Komplett im Kontext. Mhm. Boah, Alter, das war richtig scheiße. Jetzt ist. Gut, das kann ich wiederkriegen. Es ist hoffentlich nicht alles in die Lava gefallen. Das. Hä? Wieso sind da einfach plötzlich so Creeper und so drin gewesen? Gegenfrage, wieso nicht? Wieso sind da keine Creeper drin gewesen? Sollte die Frage lauten. Nee, es waren ja welche, also kann ich nicht sagen, wieso. Nee. Hau! Ich hab eigentlich schon ein Haus. Alter, ich hab schon ein Haus! Dann bist du der Einzige. Hä, wieso kann ich die Treppe runter nicht sprinten? Ist das neu bei der 1.8? Dass man nicht mehr sprinten kann. Die Treppe runter auf jeden Fall nicht. Es blockt irgendwie jedes Mal nach jedem Stufen. Tritt blockt es mich irgendwie. Das wäre mir neu. Das ist richtig seltsam. Oh. Oh mein Gott. Erde hier fahren mal. Das war so richtig gemein im Nether. Die töten mich einfach. Boah, wer das auch immer war. Irgendwie, das kann nicht einfach per Zufall so gewesen sein. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, das waren Spinnen. Ja, Spinnen, oder? Creeper, alles mögliche hat es da. Ja, denkst du, das waren Spiele? Ja, nee, vielleicht hat da jemand welche reingeloggt, mit Absicht. Ja, vielleicht sind sie auch hinterhergelaufen. Nee, ich hab... Alter, die sind gleichzeitig wie ich da drin angekommen. Wenn die mir nachgelaufen wären, dann hätte ich das entweder gemerkt, vor allem weil ich ja dahin gesprintet bin, hätten die mich gar nicht aufholen können, also hätten die nur von vorne kommen können und da hätte ich gesehen. Die sind wahrscheinlich vorhin schon reingegangen, aber weil die Welt da nicht geladen wird, waren die da. Sehe es positiv. Wir sind jetzt Seelenverwandte, wir sind beide in diesem Part gestorben. Meine Mama sagt sowas wie Seelenverwandte. Außen. Oh. Boah, jetzt werde ich wahrscheinlich direkt von den Spinnen attackiert. Oder nee, von einem Skelett, der auch hier. Okay, es laggt. Es laggt. Ich mag Erde. Bei mir nicht. Ja, genau. Wie asozial war der Lag? Oh. Ich hab eine richtig geile Idee. Eine richtig nice Idee. Richtig nice. Rini übertreibt und was riecht richtig nice. Richtig nice. Klingt doch viel cooler. Das stimmt. Ich weiß, dass das nicht. Das sieht aber echt cool aus hier alles. Was? Nee, ich rede nicht mit dir. Ja, aber wo bist du? Bei mir, zu Hause. Also fast zu Hause. Oh mein Gott, hier hat's Magma Slimes. Was? In der Hölle? Ja. Alter, wie kommt ihr da hin? Was? Das ist mir neu. Ist das von einem Update? Das ist 1.8 neu. Das von einem Update. Ich glaube auch. Kann ja nur, ne? So, hier hat das auf jeden Fall... Wo bin ich runtergefallen, ist die Frage jetzt. Über 2 Stacks Erde haben wir schon mal. Das ist sehr, sehr schön. Komm, verpiss dich, du kleiner Magma-Slime. Geh runter in die Lava. So, tschüss. Also eigentlich war es kein kleiner Magma-Slime, sondern ein großer. Aber hier haben wir noch 2 kleine. Das ist nicht so cool. Ich bin schon. Markus, du? Oh, den einen habe ich mit der Hand gekillt. Geht. Warte mal, wie viele Erde haben wir denn jetzt? Wir haben schon 3. Ne, mehr als 3 Stacks. Okay, komm, gehen wir wieder hoch. Nein! Boah! Ja, hier liegen ein paar Sachen. Nein. Oh. Ja! Nice! Ich habe die wichtigsten Sachen wieder. Das ist schön. Mein Brustpanzer ist weg. Der ist wahrscheinlich. Mann, in die Lava.
Mal noch das! Ah, da unten liegen noch ein paar Sachen. Nee, nee. Doch. Das sind meine Sachen. Ich hatte die auch reingeschmissen. Ich hoffe, mein Brustpanzer ist auch da. Ich sehe zwar nur XP oder so, aber es kann ja trotzdem sein. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja. Nee. Ich sollte aber mal was essen. Eine richtig nice Idee. Ja, die wäre. Die wäre, ist... kleiner Freund. Die willst du jetzt wirklich wissen? Ja. Oh, zum Glück sneak ich. Schnell, Markus, ab sofort, kleiner Freund. Das klingt so richtig wie ein Kinderbuch. Kleiner Markus, Freund. Mein kleiner Freund. Oder noch besser, mein kleiner Freund Markus. Das kommt dasselbe hinaus. Ja, aber es klingt einfach kindischer. Wieso ich jetzt hier das zweischichtig mache, Leute, das ist einfach nur, falls irgendwann mal ein Block abgebaut wird, dass ich nicht sofort runterfalle. Das ist wegen Style. Ja, genau. Style und das geht. Ja, mein Brustpanzer liegt da. Nice. Richtig? Ja. Richtig nice. So, aber die Blöcke sind weg, aber die brauche ich nicht. Ich hab nämlich jetzt was so machst du eigentlich, kleiner drauf. Freund? Netherrack hab ich jetzt genug. Kleiner Freund? Oh ne, meine ganzen Levels sind weg. Nein, so viele. Hallo! Apokalypso! Kleiner Freund, was machst du? MC Byte! Du meinst mich? Kleiner Freund Markus, was machst du? Nix. Rausbauen. Ich bin eigentlich schon fertig. Ich bin fertig mit dem Projekt, ich bin raus. Ich mach aus. Nach 4 Parts oder 3. Wie lange wird das Projekt eigentlich überhaupt gehen insgesamt? Exakt 7 Monate, 84 Wochen. Das ist einfach schon über 2 Jahre fast. Du bist so dumm. 7 Monate, 2 Wochen, 24 Tage, 3 Stunden, 97 Minuten, das sind schon wieder dann eine Stunde plus, und 5 Sekunden. Ach so, 4 Sekunden. 3 Sekunden. Achso, ich dachte, es wäre ein Tag weniger. Naja, dann habe ich mich geirrt. Nein, ich höre einen Gast! Oh, Alter, er sieht mich nicht. Oh, ich baue mich richtig hoch und nachher plötzlich höre ich einen Gast. In also, dem Moment, in dem ich mich hochbaue. Ich mag Gast. Markus, du? Das ist ein ganz schöner... Irgendwas sagt mir, dass die Erde hier nicht reicht. Irgendwas sagt mir, dass ich hier eine Schutzplattform bauen soll. Was denn? Der Gast. Der Gast hat's gesagt? Ja. Alter, war eine Schutzplattform, bevor ich dich noch runterkick. So, das übrigens sind wir gerade 17,5 Minuten schon auf. Ich würde sagen, wir sollen die Folge hier beenden. Nee, warte kurz, ich möchte hier das Glowstone hier ab. Hier ist fast 18 Minuten, Mann. Ich baue noch das Glowstone hier ab. Nee. Doch. Hab keine Erde mehr, oder? Da brauche ich nur ein bisschen Holz. Okay, im nächsten Part werden wir dann noch ein klein wenig Erde farmen und uns dann vielleicht auch mal an ein kleines Häuschen machen. Und Markus, vielleicht wird es wieder ein Turm, weil hier reicht einfach der verschissene Platz nicht. Nein! Platzen. Nein! Oh mein Gott! Mann, wenn man durch Dummheit sterben kann, dann wäre ich jetzt tot. Ein Herz noch. What the? Wie wäre es der End? Hätte ich nicht gesneakt, dann wäre ich jetzt tot. Oh mein Gott! Alter, wie dumm das eben war. Oh mein Gott. Du hast keine Slimes, ne? Hä? Ich? Doch. Ja, wie viele? Keinen. Jo, Leute. Ja, okay, also... Leute, ich würde sagen, hier beenden wir die Folge. Ihr macht die Abmoderation. Ich hab doch keinen Bock drauf. Tschüss!